Gut, haben wir das mal erledigt. Perhaps there could be a reconciliation of our ideals without war? Das ist, naja, pathetic. Vielleicht müssen wir gar nicht kämpfen. Wahrer Fortschritt kann nur ohne Blutvergießen entstehen. Ah, traurig, aber... Falsch. Billig Geschichte der Menschheit. Only all Indikations, bla bla. Glücklich auf Deutsch. Captain of your ship, you met previous materializes on your bridge. Continue. Jo. Bam! Sorry, dass wir das nachgeguckt haben, aber das war mir wichtig. Eben. Das ist ein schönes Schiff. Außerdem haben wir jetzt ein Soldatenschild. Ach, wir haben das bekommen. Nice. Das ist immer ein bisschen glückbasiert, was man da kriegt. Könnte auch einen Kerl kriegen. Aber Soldatenschild ist schon geil. Das ist echt geil. Hilft uns weiter. Jo. Nebenbei, ich habe die Waffen gemeistert, sehe ich gerade. Erste Meisterung, ja. Schön. Ja, das lag daran, dass wir die ganze Zeit da auf den geballert haben. Naja, hat auch seine Vorteile. Fortgehen, kein Bock mehr. Ich hab ein Schiff freigeschaltet, aber jetzt kann eigentlich alles schief gehen. Ich bin glücklich mit dem Run. Und ich hab's ja aufgenommen. Ja. Nothing. Vollkommen langweilig. Zu den NGs. Immer gut. Ich habe bis jetzt übrigens noch kein Schiff freigeschaltet, bis auf den NG Cruiser, den man automatisch kriegt, mehr oder weniger. Jupp. Mantis. Ach, ist das langweilig hier. Ich meine, mit unserem Schiff hätten wir eigentlich auch in die Rock Homeworld gehen können. Ach, was soll's. Hätten wir, ja, aber ich... Rocks lieben halt echt Raketen. Ja, aber gegen die Hitze sind doch, glaube ich, auch, oder nicht? Ja, ja, schon. Das schon. Kann mal die Erstickungstaktik nicht anwenden, was egal ist. Ja, gut, ne? Helfen ist immer gut. Gerade bei NG, die ja. Das war eine Trap, deswegen. The Massive Super Shield Bypass Unit. Okay. Mantis. Aber die können wunderbar ersticken. Ich habe keine geschützten Türen. Da rein, okay. Ja, bin ja nur ich. Ja, du stirbst gegen zwei Mantis. Tut mir leid. Ach, die haben eine fette Ionenkanone dazu noch. Dazu noch einen kleinen Burst Laser. Jo, gut. Einfach da mal draufhalten irgendwo. Der Heavy Laser. Ach, die haben zwei Schilder. Ist nur eine Man. Ja. So habe ich noch einen Man, der hier rübergekommen ist, oder? Oder sehe ich das falsch? Die stehen gerade ineinander. Ah. Ja, gut, ne? So viel dazu. Warum kriegst du denn jetzt Schaden? Ne, ach so, Curry hilft mir. Ah, okay. War's gar nicht du. Kommst du doch noch raus? Wir greifen uns ein klein wenig an den Waffen. Was halbwegs egal ist. Dann geht mir eins dieser drei Sachen aus. Der Iron Blast geht mir dafür aus, dann. Wegen der Hull-Damage. Dass du das wieder rein. Spannend. War ein richtiges Micromanagement, ja. Ja. Ansonsten hätte ich jetzt wirklich einfach Türen aufgemacht und Luft rausgelassen. Laufen die woanders hin?
Weil ich nicht, ob die so intelligent sind. Also wie lange leben diese Scheißviecher, ey? Normal. Der Krieger. Manchmal dafür kriegen die Schilder einfach nicht wieder aufgebaut, was auch seinen Vorteil hat. Na komm, stopp. Gut, eine down, eine to go. Beide nur brauchen das schnell wieder auf, weil ich brauche den Heavy Laser wieder. Ich will jetzt momentan ziemlich Arsch aufreißen. Ja gut, aber die Schilde brennen. Das ist gut, dann kannst du jetzt ja mal... Krass. Kann ich mal was? Dann kannst du mal, ja, weiß ich nicht, ne? Waffen abschließen zum Beispiel. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich war gerade richtig damit beschäftigt, alles andere zu tun. Ich dachte, du lasst über den Ausdruck die Schilde brennen. Okay. Das auch, ja. Das auch. Moment. Wir könnten, ja. Die Frage ist, wir sollten. Nein. Sollten nicht. Okay. Return to stations. Heilung kriegt ihr gleich. Ach, ehrlich heute? Danke. Kaputt. In der letzten Sekunde noch O2 reindrücken, ne? Ja, gut, ne? Schadet uns ja nicht wirklich viel. Trotzdem noch nicht nice. Aber 124. Ich würde sagen, vielleicht mal einen Punkt in den Reaktor reinpumpen. Ja, klar. Greifen, weil man immer brauchen kann. Auf jeden Fall, aber... Was noch? Stärkere Türen sind nie schlecht. Stimmt auch. Hey, it's door. Vielleicht haben wir noch was. Für einen Preis. Glocken 150. Hart. Ich hoffe langsam auf den nächsten, der mit uns Raketen tauschen will. Ah. Ja, zu teuer. Ja, ist auch Pilot, willst du ja nicht. Nee, ich dachte eigentlich, die haben vielleicht auch ein paar Skills. Was ich schon gezeigt, ich hab's nicht gesehen. Ich finde den hier aber episch irgendwie. Nur vom Sehen her, vom Gucken her. Laser Charge. 70, er muss gucken, ob du irgendwas passendes für verkaufen kannst, ne? Nee, ich will den nicht haben, das ist nicht der Fall. Achso. Okay. Und. Der eine kann pilotieren. Ich will auf jeden Fall einen vierten Crew haben, so. Wie gut bin ich im Fliegen mittlerweile? Okay, ich gehe an die Schilde. Immer finde ich dieses grüne Schild einfach hübsch, muss ich sagen. Ja, hat was. Aufheilen? Vielleicht? Ach, ja, komm. Jetzt vielleicht in einem Punkt noch ins... Hätte ich nicht. ...in die Hülle packen können. Nicht?
Aber wir haben stärkere Türen. Nicht allzu lange halten. Was die. Ja, sie halten wenigstens, ne? Und je nachdem, wo sie landen, kann man den Raum auch direkt Luft entleeren. Würde ich eigentlich sowieso machen. Mal diese ganze Quertrasse praktisch leer pumpen. Sofort? Nee, das ist doch blöd, wenn die Leute da durchgehen müssen. Ach, die springen gar nicht. Hm. Auch gut. Ganz schnell Teleport aus. Ich glaube, die sind durch das größte Problem momentan. Hab meinen Plan. Ist es nur, ich brauche den Heavy Laser noch dazu, um die Schilde runterzuziehen. Naja. Ja. Daneben. Ja, aber der eine hat getroffen. Ah. Ja, gut. Der Engine repariert, das ist nicht gut. Ah, ich hab wenn die Spinne kümmert, das Ding auch in Ruhe lassen eigentlich. Was? Wenn die wirklich nicht springen, kann man das Ding glaube ich auch einfach in Ruhe lassen. Ah. Okay, jetzt ist er doch gesprungen. Ja, direkt zu dir. Wow. Nein, einfach rein gar nicht zu und der Engie ist schwächer als ich. Wer das? Aber der andere will hüpfen. Gleich. Gut. Not going to jump. Das erledigt das. Das erledigt das dann. Willst du damit endlich sterben? Ach, der kann nicht zurückteleportiert werden. Wir haben ihn gerade einfach gekillt. Hm. Auch gut. Trotzdem werde ich hier jetzt nicht. Nicht? Meine Viecher können absolut nicht reparieren, also. Naja, deine Entscheidung. Vor allem. Dein Spiel. Weißt du was? Hm? Selbst wenn. Na und? Dann sollen die doch zu uns hüpfen. Die ein bisschen leben, was sie noch haben. Nach dem Medbay. Stimmt. Ja, ne? Aber die reparieren trotzdem. Reparieren beide. Ja, dann mach halt weg. Voll, die hüpfen nicht mehr. Egal, kein Bock mehr. Ne, die halte ich glaube ich erstmal bevor sie hüpfen. Oh, ich hab die. Doch nicht. Hm. Ja, aber es lohnt sich eh nicht jetzt. Weil ja. Bringen können wir die eh nicht. Lauf ich gar nicht mehr hin. Eben, wir hätten das Sauerstoff noch anschießen müssen. Die. Gut. Boom. Stuff for days, eh. Ja. Auf jeden Fall. Das Ding gegen unser Schild gar nicht ankommt. Vorerst nicht, nein. Ja, bis es dann dagegen ankommt, haben wir die Waffen schon längst lahmgelegt. Würde ich mal so ganz dreist behaupten. Nach dem Kampf werde ich den Steuermann auch heilen. Mhm. An dem man aber genau sieht, dass die Engie kaum Damage machen. Dass die Engie exakt 50% schwächer sind als wir. Ah, okay. Weil exakt die Hälfte des Lebens verloren hat. Untrainiert war. Alter, hier immer genau die Engines verheilen muss, ne? Mhm. Wer ist es denn wohl Jod? Vielen Dank. Na, gut.
Aber wir haben genug Kram vom Schiff bekommen. Ja, zwei, das ist nicht. Scrap. Ein Scrap Recovery Arm, genau. Wenn du den Straps auch immer wieder findest. Ja, dann würdest du sagen, oder? Ja. Da sag ich einfach mal. Okay. Ich habe gelesen, was die tun können, wenn sie wollen. Böse sein können, die. Oh nein. Ja, doch. Ja, den da. Was sagst du dieses Mal? Ach ja, komm, forsch mal. Ich meine, wir haben unser Soltan-Schild, von daher. Nicht. Könnten wir eigentlich nicht mal Schaden nehmen, glaube ich, größtenteils. Man hätte es 5 Witzziehen nehmen können. Plus die 2 von Malenschild, also. Wir sind recht sicher, denke ich. Gern doch. 10, das ist billiger als im Laden. Was? Hätte es eher die rechts daneben genommen. Den Rechts hier? oben. Ja. Warum? Weil das weniger knapp ist. Wir auf den springen, die etwa hier. Für den nächsten Sprung. Dann sind wir hier. Okay, Und dann scheiße, wir können auch dahin gehen. mach wie du meinst. Bin nicht los. Gut, nicht so ein Interesse. Na, vielleicht doch. Aha! Und beide natürlich auf Fliegen geskillt. Aber ich will ganz ehrlich den, Handy haben. Übrigens, der Engie wieder gerade hier, ne? Ja. Ja. Du bemannst so lange. Das hier. Das heißt, jetzt sehen wir auch den kompletten Zustand von allem, ne? Weil ich weiß, ja. Oder wie war das? On safe positions. Jump. Store. Nee. Nee, so komme ich da, glaube ich, nicht mehr. Könnte noch knapp hinkommen. Könnte. Aber mit 28. Ja, komm. Machen wir einfach mal. Wenn es nicht passt und uns vertan haben, können wir Sag direkt mal zu so, wenn ich Exit. jetzt hier hinspringe. Sagen die im nächsten Sprung bis hierhin? Oh, es geht auf jeden Fall. Das ist, dass du mit 28 im Shop nicht wirklich weit kommst, ne? Ja, man kann trotzdem gucken. Chambers Laser, okay. Natürlich, natürlich. Run Recovery Arm. Aber Sprit. Also, Stimmt. das ist der Grund, warum ich eigentlich hier Der war. ist knapp geworden. Ah, hier kommt man nämlich noch locker hin. Hey, Lawnstore. Gut. Store kriegst du Warum immer auch dann, wenn du gar nicht? kein Geld hast. Das ist eigentlich immer so. Ich glaube, wir wollen handeln. Wollen uns Sachen geben, einfach. Ja, das wäre ausbeuten. Also eins. Bin heute Abend ein gut Mensch. Eins. Time to go, long, long journey. Okay. And you Ja, siehst feel du? better for it, Passt. genau. Und 62. Der nächste Sprung geht bis hierhin höchstens. Wir gehen noch zum Tor. Eben.
alles ganz, ganz knappes Min-Maxing. Was ist eine Drohne? Fall. Drohne. Ja, ja. Da ist natürlich nur Müll. Schade. I'm willing to buy nothing. For a good price. Wir sind 5 Leute, ja verdammt. Boah, Glück gehabt. Wir sind 6 Leute. Aha. Und wie dann? Alles nur Fahrer, ey. Und Türenverdichter. Tada! Die Leute hatte ich schon ewig nicht mehr auf dem Schiff. Boah! Nächster Sektor. Achso, ist Civilian. Jo. Da habe ich gerade gehustet. Die Nebemerk hätte ich euch nicht gesagt. Hm? Huch. Ach ja, Sensoren sind kaputt. Der nächste Sprung ist zwangsweise über ein Gebiet, also hier oben rein, weil da mehr los ist. Ja. Und nichts. Nice. Auch gut. Oder vielleicht doch. Also ganz ehrlich, in Nebula? Nicht? Wette ich passt nicht, Nebula's Hasse? Ja gut, aber... Na? Was? Es ist jetzt... Bei ja, den du Leuten... bist der Gutmensch. Ich aber nicht. Wieso Gutmensch? Ich wollte die angreifen. Piraten, deswegen, wenn du die angreifst, bist du ein Gutmensch. Eigentlich... Wo wollen wir nicht hin? Am praktischsten wäre der Nebel oben. Ganz nach oben ist zu weit. Also gerade rechts. Oder eben der Nebel, wenn mich irgendwie dazu bewegt kriegt. Weißt du? Weil kannst du mich mal. Prinzipiell egal ist. Wie ich gerade bei den Verbindungen gesehen habe. Weißt hey, du was? Marcel. Deswegen wollte ich dich nicht angreifen. Schau sie dir an. Deswegen will ich die heute nie angreifen. Ah, nur Laser. Okay. Ja, ne? So. Ja, in dem Fall war das weiß Glück. War's wohl. Normalerweise lieben die mich. Normalerweise haben die einen großen Iron Laser und mindestens 2-mal Artemis. Oder eben Hermes sogar, oder. Was sie gerade auftreiben können. Da schießen sie auch einfach. Keine Ahnung, Jupiter oder Juno oder. Pff, dasselbe. Merkur. Gibt's eigentlich noch mehr Raketen außer den beiden? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja. Gibt diese eine, die eventuell. Halbreach-Missile, ja, stimmt. Eben, und eventuell welche, die auch keine. Keine Rakete verbraucht. Oder welche, die drei auf einmal schießen kann. Hm. So. Jo. Ganz ehrlich? Was? Schlecht. Na gut. Ach ja, und dann nebenbei nochmal erneut. F-Cruise. Das ist ja wirklich Maximalbelegung, ne? 7 Leute kriegt man nicht. Kriegt man. Ah, okay. Gut, aber den 7. kann man halt nicht wirklich nutzen, außer für Kampf. Slackt übrigens gerade, sag ich euch. Ne? Ja, ist nichts Neues für mich. Ja, aber jetzt slackt auch im Video. Okay.
Seltsam. Ich meine, so viel intensiver als Kampf ist er da eigentlich gar nicht. Oder fährt hier irgendwas minder und böse Updates? Nee. Aufnehmen. Seitdem du die neuen Einstellungen hast. So hart. Ach, nehmen wir gleich. Ich habe die Einstellung aber schon runtergeschraubt. Ich habe damals mit 8000 aufgenommen. Weil ich weiß. Gut, ja. Wenigstens kann ich in Zeitlupe sehen, wie viele meiner Schütze verfehlen. Wollen mich schaffen, dass es auf einmal so losgeht? Oder weiß ich ganz sicher schon, du hast nur erst jetzt was gesagt. Nee, es ist jetzt gerade richtig schlimm. Höchst seltsam. Aber es läuft eigentlich ganz gut. Wir haben keinen wirklich großen substanziellen Schaden genommen. Ich hab grad 5 Schüsse auf einmal verhauen. Dann sollte man vielleicht die Engine anschießen. Ist egal, wenn ich nicht treffe. Wenn du triffst, triffst du danach. Da. Danke. Oh, das ist wunderbar zum Level. Ja, nur für dich. Du bist schon voll gelevelt. Bin ich schon? Naja, Tatsache. Ja, nee, der Schildfuzzi, der kriegt ja auch. Das bin übrigens ich. Das war mir klar. Hehehe. 1,24. Man könnte. Man kann es auch sein lassen. Okay. Ja gut, ist schon wahr. Also, wenn du mir so auf die Nerven gegangen bist, die anzugreifen, geh ich jetzt denen auf die Nerven, damit die nie wieder angreifen. Hey, Damage. Außerdem so ein wirklich intensiver Kampf. Ja, der wäre mal sehr schneller fertig, wenn es nicht laggen würde. Ja gut, dann schauen wir nach der nach dem Kampf nochmal, ob man da irgendwie. Jetzt läuft's gerade wieder. Okay. Jetzt wieder nicht. Ja, und die Türen brennen. Na komm, ein Damage, den kriegen wir doch wohl noch. Nope. Doch. Was kriegen wir dafür? 1,127. Naja, gut. 3 mehr. Haben wir nichts wirklich verbraten außer Zeit. Deckt gerade wirklich abnormal. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das so in die Regel kriegen. Das Spiel. Erst das Swift von 60 Frames woanders hin, ja. Das ist auch einfach der Nebula oder so. Sollte eigentlich nicht.
Jo. Danger, ja. Ah, wir sehen die Aufladezeiten. Enemy Das ist FTL, schön. charging. Wir haben Hacking. Aber keinen drin. Brauchst du nicht. Das Brauchst du ist nicht, eine okay. Drohne, die geschossen wird. Look at what they've got. Artemis, ja. Weiß wieder nicht, was ich angreifen will. Sprungrate sieht man allerdings nicht, das ist schade. Oh. Ja, danke. Du siehst vielleicht, was ich meine. Ich sehe, was du meinst, ja. Aber hey, immerhin haben wir so ein geiles Schild, ne? Ja. Ist cool. Ja. Reparieren. Und ich durch die Türen durch. Werde von dem Teil geblockt. Ja. Ach ja, ist mir auch. Jo. Leckt's eigentlich immer noch? Hat wieder nicht mehr. Hier ist gerade wieder nur dieses ein bisschen, was mich nicht gehört hat. Trotzdem unpraktisch, wenn wir demnächst hier durch Nebel fliegen. Klasse. Ach, denken wir vom. Danke. Egal. So.